Hallo und frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr Teile eines Bildes schwarz-weiß machen könnt. Also ihr wählt Datei. Erstmal öffnet ihr euer Bild. In meinem Fall ist es auf dem Desktop die Sonnenuntergang-Datei. Öffnet ihr. So, jetzt habt ihr euer Bild. Bei mir wird das weiß so ein bisschen gelblich dargestellt. Also wundert euch nicht, wenn das bei mir etwas komisch aussieht. Dann legen wir mal los. Erstellt erstmal eine neue Ebene. Wählt das dieses Werkzeug aus, das Zeichenstiftwerkzeug, und markiert das, was ihr schwarz-weiß haben wollt. Haltet Steuerung gedrückt und zieht egal. Okay, fangen wir erstmal an. Selektiert hier eure, ihr könnt vielleicht ein bisschen ranzoomen. Dafür. Okay. Fangen wir mal an mit dem Zeichenstiftwerkzeug. Ich mache das jetzt hier nur grob, ihr müsst natürlich mehr Zeit lassen. Aber ich wollte auch nur, dass ihr so einen Eindruck habt, wie das funktioniert. So. Ist natürlich eine Heidenarbeit. Das ist aber halt die genaueste Methode, das zu machen. Hier ist ein Grünton und hier ist ein Grünton, das würde mit dem Zauberstabwerkzeug nicht wirklich gehen. Und ja, da das ist halt wesentlich effektiver. Gutes Wort. Also, ihr macht das aber immer so ein bisschen grob geschaut hier. Dann zoomt das wieder ein bisschen raus. Fehlt wieder das Zeichenstiftwerkzeug und geht bis daher. Okay, jetzt habt ihr das schon mal selektiert. Jetzt geht er mit der rechten Maustaste in dieses Selektierungsfeld und geht auf Auswahl erstellen. Und einfach auf OK. So, jetzt habt ihr hier eure Auswahl erstellt. In dieser Auswahl werden wir nun das Bild schwarz-weiß machen. Es gibt dazu eine gute Methode, indem ihr einfach hier unter Bild Korrektur, Helligkeit, ihr geht auf Farbton, Sättigung und jetzt selektiert natürlich die Hintergrundebene und geht auf. Ihr könnt die vorher noch duplizieren, also unlockt die erstmal und dupliziert die mit STRG J. Und jetzt ist natürlich wieder die okay, ist wieder da. Indem ihr einfach Steuerung gedrückt halt draufklickt, kriegt ihr die Selektierung wieder. Okay, jetzt geht ihr auf Bild, Korrektur und auf Farbton, Sättigung. Jetzt könnt ihr hier dann so ein bisschen rumspielen. Und wenn ihr alles auf 0, beziehungsweise alles auf niedrig setzt, beziehungsweise das auf 0 lasst, habt ihr so einen schönen Schwarz-Weiß-Effekt. Und wenn ihr jetzt auf OK drückt und die Auswahl aufhebt, seht ihr, dass das hier unten schwarz-weiß ist und das hier aber noch Farbe hat. Und obwohl ich das jetzt nicht so genau gemacht habe, finde ich, dass es eigentlich sehr gelungen ist. Und ihr kriegt das natürlich noch genauer hin. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier ranzoomt, sieht man hier schon, sieht man hier schon, dass das hier nicht so ganz genau ist, aber doch, ist eigentlich ganz schön genau. Also viel Spaß noch beim Nachmachen. Bei mir gibt es jetzt Geschenke. Und schönen Tag noch, schöne Weihnachten noch und bis bald.